Offensichtlich entdeckt diese Trainerin trotz intensivster Bemühungen weit und breit nichts Interessantes. Dabei steht direkt hier links ein legendäres Pokémon. Ich habe auch keine Ahnung, warum Kobalium hier mitten in der Prärie steht. Hinter einem Zerschneiderbusch, aber wir werden es herausfinden. Sehr mysteriös das Ganze. Hallo? Kobalium. Darf ich gegen dich kämpfen? Einfach so versuchen zu besiegen? Kann ich mir kaum vorstellen. Einfach so? Ein Ritter der Redlichkeit? Insgesamt gibt es ja 4 davon, wenn man Kelio mitzählt. Hallo Kobalium, schön dich kennenzulernen. Was machen wir denn am besten? Hat Magnezone nicht noch die Donnerwelle drauf? Das ist unsere Gelegenheit, ein legendäres Pokémon einzusacken. Bock? Hört sich das gut an? Eisenschädel. Ist auch nur Level 45. Nur, wenn man so möchte. Ich finde die Musik ganz geil. Die waren ja nicht so einfach zu bekommen in Schwarz und Weiß 1, ne? In der Panaero-Höhle, oder... Was, Panaero? Ich glaube schon. Panaero-Höhle. So, ich will dir jetzt nicht zu viel wehtun, aber ich glaube, du überlebst das, oder? Da geht's ja auch nach den Werten und der hat ja ganz gute Werte. Er ist schließlich legendär. Mhm. Noch ein zweites Mal sollte er überleben, wenn es kein Volltreffer wird. Da würde ich mich schon ziemlich ins Bein pinkeln. So oft habe ich Bock auf Volltreffer. Heute nicht. So, das sollte ausreichen, oder? Dann fangen wir an, Bälle zu werfen. Paralysiert. Wir gehen mit einem normalen Pokéball. Oder hätte sich ein Flottball noch empfohlen? Wobei, es sind schon einige Runden vergangen, ne? 2 Angriffe, Paralyse, Wechsel. 1. Und da ist er raus. Gut. Nicht gut. Aber, ja. Viel mehr kann ich ja nicht tun. Timerball. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, oder? Den setze ich nicht ein. Ein simpler Hyperball. Könnte auch gute Erfolgsquoten zeigen. Na, lass mal sehen. Kobalium, du gehörst mir. 1. Damn it. Solange er keine Attacke macht mit Rückstoß irgendwie, das ist immer sehr doof. Ja, legt man halt ein legendäres mit auf den Weg. Warum nicht? Versuch Nummer 3. Und der geht direkt raus. Gar nicht so gut. Mach keine Sorgen, komm, du hältst durch. Jetzt ist die gute Mucke weg. Timerball, ungern irgendwie. Heilball. Wäre natürlich auch schön. Nutzen wir mal den Heilball. Ist nicht besser in der Fangrate als normaler Pokéball, aber er würde die Pokémon heilen. Sobald sie gefangen wurden. 1. So ein legendäres habe ich doch gerne in einem schönen Ball, ne? Aber es ist nicht einfacher, die zu fangen auf die Art und Weise. So, wir brauchen ein neues Pokémon zum als Kanonenfutter, wenn man so möchte. Scharfax. Einfach weil der so wenig Schwächen hat. Probier's nochmal mit einem normalen Pokéball. Klar, bei Legendären braucht man einige Versuche, ist ja ganz klar. 1. Schade, weiter sind wir noch nicht gekommen, oder? Wir dürfen gerade nochmal. Das ist der letzte Pokéball, bevor ich es mit den Timerbällen versuche. Die sollten, glaube ich, eine vierfache Wirkung haben von jeder Runde zu Runde mehr. Aber wir sind jetzt im Maximum der Runden, glaube ich, schon angelangt. Es sind nur 4 oder 5 Runden, wo dann das Maximale schon erreicht ist. Deswegen Timerball! Die beste Empfehlung für solche Kämpfe. 1, 2, 3... Drin! Na bitte! Kobalium wurde gefangen! Was soll das Rumgeeiere mit den normalen alten Pokébällen? Pack die richtigen aus! Eisenkern-Pokémon Stahlkampf! Sein Körper und Herz sind aus Stahl. Gemeinsam mit seinen Gefährten bestraft es alle Menschen, die Pokémon verletzen! Aha. Terrakium, Viridium und ja, Kobalium. Dazu kommt Keldeo, die hatten ja auch einen eigenen Film.
bin ich von dem Item weggegangen. Aber das ist eh... Das hängt ja auch so zusammen, wie Hohl eigentlich. Also man braucht die VM-Zerschneider hier nicht, um weiterzukommen. Ich habe sie trotzdem dabei. Einem Teammitglied dummerweise beigebracht. Na guck, da komme ich jetzt nicht hin. Wie komme ich denn ab? Von oben irgendwie, da war was. Route 13. Wir sind in Tessera. Tessera, Serra, whatever you be, hallo Marcus. Professor Esche und Bell. Hihihi. Sieht so aus, als hätte ich dich dank der VM-Attacke Fliegen überholt. Danke für deine Hilfe im Janusberg. Twin Drake City liegt nördlich von Tessera. Aber es gibt da etwas, das ihr beide hören solltet, bevor du dich auf den Weg dorthin machst. Ach wirklich auch, Moon, geht es? Das werdet ihr gleich erfahren. Mir nach. Let's take a look. Völkerwanderung. Die Karawane zieht weiter. Hallo. Ah, ihr müsst die zwei sein, denen ich die Geschichte von Tessera erzählen soll. Ganz recht, wir wären dann soweit. Na schön, dann folgt mir bitte. Ja gut. Einmal rein in die gute Stube, oder? Tachchen. Schön eingerichtet. Das Bett auf einer Erhöhung, interessant. Direkt hinter Tessera befindet sich ein gigantischer Krater, den man gemeinhin die Riesengrotte nennt. Angeblich sind die Temperaturen in der Umgebung der Riesengrotte kürzlich bis auf minus nur 50 Grad gesunken. Das hat mir zumindest Jaron erzählt. Im Moment ist es leider nicht möglich, dorthin zu gelangen. Die Riesengrotte entstand, als dort vor Urzeiten ein riesiger Meteorit einschlug. Es heißt, dass sein Inneres ein furchterregendes Pokémon barg. Das kann doch nur hier die Oxus sein. Ja, der Meteorit. Nacht für Nacht, so will es die Legende, wenn bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte dieser schreckliche Biest unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. Ein menschenfressendes Pokémon! In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um ihre Siedlung vor dem gierigen Scheusal zu schützen. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt, nachdem man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Und das ist das Ende meiner Geschichte. War ja ein bisschen blöd. Vielen Dank für diesen äußerst interessanten Vortrag. Das wird mir bei meinen Nachforschungen... Naschungen... von Hilfe sein. Na schön, allerseits gehen wir. Wir wollen die Dame nicht weiter stören. Doch, ich will die Dame noch ein bisschen weiter stören. In meiner Geschichte kommt ein ziemlich furchtbares Pokémon vor. Das ist immer schön aus den Fingern gesaugt. Das könnte ich auch erzählen. Muhaha. Naja, wie du auch sei. Und was sagen wir jetzt dazu? Was bringt uns das? Diese Geschichte war sehr aufschlussreich, nicht wahr? Dafür, dass man so gut wie nichts über dieses Pokémon weiß, habe ich einen sehr deutlichen Eindruck von seinen enormen Kräften bekommen. Ja, mir ging es genauso. Ein Pokémon mit der Fähigkeit, seine gesamte Umgebung in Eis zu hüllen, das steht den legendären Drachen-Pokémon in nichts nach. Exakt, Bell. Die Geschichte erinnert mich an die Legende von Zekrom, dem Pokémon, das einst ganz Einal mit Blitz und Donnerschlag verwüstet haben soll. Sag mal, Marcus, erinnerst du dich noch an die Legende von Zekrom? Ja, ich hab doch keinen Alzheimer! Richtig, ich meine, sie bei unserer Begegnung im Monsentiero schon mal zur Sprache gebracht zu haben. Das legendäre Drachen-Pokémon Zekrom erkennt denjenigen, der sich dem Ideal des Wunsches verschrieben hat, als Helden an. Der Körper von Zekrom ist pechschwarz und so kraftvoll wie ein Donnerschlag. Glauben Sie etwa, das legendäre Pokémon hat irgendetwas mit dem Pokémon aus dieser Geschichte zu tun, Professor? Zögert. Der Meteorit ist der Schlüssel. Der Meteorit, sagen Sie? Zekrom wurde aus so einem sogenannten Dunkelstein ins Leben zurückgerufen. Was, wenn dieser Dunkelstein aus demselben Material bestünde wie der Meteorit aus der Geschichte? Darüber hinaus wurden in der Nähe der Drachenstiege, also dort, wo sich Zekrom aufgehalten hat, dieselben Materialien wie in der Nähe der Riesengrotte gefunden. Damit ist natürlich noch nichts bewiesen, aber als Zufall sollte man dies nicht abtun. Ich verstehe noch nicht, warum sich ein derart starkes Pokémon nur bei Nacht zeigt. Was könnte der Grund dafür sein? Wäre es beispielsweise denkbar, dass es kein Sonnenlicht verträgt? Gute Frage. Um das herauszufinden, sind weitere Nachforschungen anfällig. Was? Nötig? Aber der Name Tessera stammt aus einer uralten Sprache und heißt so viel wie Baustein oder Umflechten. Dies könnte eine Anspielung darauf sein, dass die Bewohner Mauern um die Stadt ziehen mussten, um sie vor jenem Pokémon zu beschützen. Hat die alte Oma doch gesagt. So, jetzt aber genug geredet. Markus, ich rate dir, Lysander über dieses Thema auszufragen. Ich werde mich nun wieder den Weltforschungen widmen. Würdest du mir bitte helfen, Bell? Aber klar doch! Jo.
Listen aus, Twin Drake City steigt manchmal höchstpersönlich gegen seine Pokémon in den Ring, um sie zu trainieren. Warten Sie, Professor Escher! Oh, bis dann und ciao. Okay, jetzt sind wir hier in Tessera. Die Stadt ist recht klein. Moment, das war ein bisschen anders. War da nicht irgendwie... Die Brücke war da, aber ich glaube, ich wechsle das mit einem anderen Ort. Gut, dann, wir sind von hier gekommen. Reden wir mal... Ich brauche keinen Schutz. Hier nicht. Die Stadt, deren Mauern Zuflucht vor den Gefahren dort draußen bieten. Dann reden wir mit den ganzen Leuten. Ich glaube, das Haus war nicht das, wo wir reingegangen sind. Hier ist eine jüngere Dame, die ist mir lieber als die links nebenan. Wenn man nachts und auch tagsüber nicht nach draußen geht, herrscht natürlich auch keinerlei Gefahr. Meinst du, du bist sicher in deinem Häuschen? Denkst du dies? Wirklich? Meine Großmutter liebt es ungemein, endlos lange Geschichten zu erzählen. Und so werden aus ihren Märchenstunden mitunter auch richtige Märchennächte. Ist ja der helle Wahnsinn. Du hast Hobbys. Oh, ich klau mal dein Item, ja? Metronom, ne TM. Cool. Oder wie? Ja, eigentlich schon, oder? Metronom ist eine Technik und... Die ist aber nicht hier. Was ist denn das sonst für ein Metronom? Luna-Feder. Also... Ein Item genauso zu nennen wie eine Attacke ist jetzt schon ein bisschen doof. Ein Item zum Tragen. Verstärkt eine Attacke, je öfter sie ununterbrochen ausgeführt wird. Hui. Das hat etwas. Das hat etwas. Aber erstmal nicht, nein. Ich will eigentlich doch lieber flexibel bleiben. Da schränkt man sich ja selbst ein damit. Mein Pokémon macht, was es will und läuft ungebändigt durch die Gegend. Es hat wohl keine Verwendung für einen Trainer. Bist wohl Loser. Das ist das. Kuckucku. Ich nehme den Hyperheiler mit, den einer hier versteckt hat. Er wird weinen, wenn er ihn wieder sucht. Seitdem ich hierher versetzt worden bin, trage ich den lieben langen Tag Däumchen. Denn nachts begeht man keiner Menschenseele und so sind Verbrechen hier gerade nicht gerade an der Tages-, ich meine an der Nachtordnung. Ist das so? Ja, schöner Job, oder? Das Monster, das bei Nacht angeblich aus dem Krater kriecht, ist doch bestimmt Pokémon, oder? Alle Dorfbewohner glauben an die alte Sage und halten sich an das Gesetz. Das muss echt ein schreckliches Pokémon sein. Da sagst du was. Willkommen in Tessera, wo die Leute sich noch an die Regeln halten, und zwar bei Tag und Nacht. Wie an die folgende Regel, wer tags genügend Sonne tankt, des Nachts nicht durch die Gassen wankt. Ist es Matisse schon wieder? Na klar. Hey, ich habe gehört, diese Halunken von Team Plasma halten sich hier in der Gegend auf. Bist du ihnen zufällig begegnet? Ja, ich sehe da jemanden. Euch neugierigen Trainerpacken geht auch gar nichts. Aber gut, ich bin kein Unmensch. Ich will versuchen, euren Wissensdurst zumindest ein wenig zu stillen. Sicher wollt ihr hören, weshalb ich immer noch bei Team Plasma bin. Nun, es bereitet mir eben Freude zu beobachten, wie sich die Welt verändert. Das kannst du auch tun, ohne bei Team Plasma zu sein, oder? Hört mir zu, Pokémon entstammen der Natur, doch Pokébälle sind ein Produkt der menschlichen Zivilisation. Die Errungenschaften derselben geben die Menschen bekanntermaßen nur ungern auf. Versteht mich nicht falsch, Zivilisation ist ebenso wichtig wie die Natur. Sollte es Team Plasma gelingen, die Weltherrschaft zu erlangen, wird es versuchen, die Zivilisation samt Errungenschaften wie Pokébälle abzuschaffen. Eine Welt ohne Pokébälle! Kannst du dir das vorstellen? Das will ich mit eigenen Augen sehen. Halt die Klappe! Ich will nur das Pokémon zurückhaben, das ihr gestohlen habt. Mehr nicht! Markus, dazu brauchst du deine Hilfe. Bist du bereit? Du brauchst meine Hilfe nicht, aber okay. Nur damit du es weißt, ich bin jetzt richtig sauer! Ah, sagt er immer. Nimm mal Tabletten gegen deine... gegen deinen Bluthochdruck, ey. Wip, 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 wip. Team Plasma via Kleakzeus haben interessante Feature. Hast du noch Fukano vorne? Für Frigometri? Jawoll! Das ist gut. Fukanochen! Gegen eine Eis-Pokémon. Diese Eis-Pokémon tue ich ja oft assoziieren mit Sachen wie Jurob, Jugong, Lapras, die aber alle noch Typ Wasser haben, aber dieses Frigometri. Ich schließe es nicht aus, aber gut möglich, dass es halt wirklich nur ein Eis-Pokémon ist und nicht so viel mit Wasser am Hut hat. Klar, Eis, das schmilzt. Wird dann zu Wasser, aber gegen Jurob und so ist halt Feuer nicht so effektiv, weil es sich wieder ausgleicht. Oh, es war ein Volltreffer, gar nicht so schlecht. Okay, der ist weg.
Macht nichts, gegen Golbert ist Flammenwurf auch nicht das Verkehrteste. Ich sag's gerne nochmal. Wir werden Fukano schon noch entwickeln. Aber er soll noch ein paar Techniken lernen. Auf Level 45 hat er alles gelernt, was es zu lernen gibt. Auch auf Level 43, glaube ich, lernt er doch was richtig Episches. Also, da ist noch einiges drin. So, Sneebel, Zwiebel. Unlicht. Egal. Mach Flammenwurf, vielleicht können wir auch den verbrennen. Imperial, halt bloß ein bisschen durch, du. Wuhu! Das ist gut. Bringt doch ein schönes Level ab für Fuchs. Da haben wir Hitzewelle. Gucken wir doch direkt mal. Ja, ist aber spezial, ne? Fukano ist physisch. Gegner wird von Sturm aus heißer Luft getroffen, verbrennt sich eventuell. Spezial 100. Uiuiui. Moment. Hä? 190. Okay. Hitzewelle ist an für Sturm aus heißer Luft getroffen. Ja, das Hitzewelle ist wohl der bessere Flammenwurf. Gut, dann bitte lerne dies. Weil es halt so klingt wie irgendeine Attacke, die, keine Ahnung, mehrmals trifft oder sowas. Wie geil, er setzt jetzt noch Flammenwurf ein, obwohl er die Attacke eigentlich gar nicht mehr kann. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ihr etwa? Ohne Flachs? Schreibt's in die Kommis und Daumen hoch dafür. Oh, wir haben noch einen Deponitox. Der hat die Attacke gar nicht mehr auf Lager gehabt. Okay. Ja, der kann aber natürlich dann nicht... Ah ja, hat man halt selten, ne? Dass in dem Moment... Attacke ausgewählt, Gegner geht down. Dann kriegt man EP, reicht für ein Level up, neue Attacke und man überlernt die Attacke, die man ausgewählt hat. Ja, macht natürlich Sinn irgendwo, aber irgendwie auch nicht. Was ich meine. Stark. Als Challenge Schmach an der Seite von Violakeus zu Violakeus? Und das, obwohl mir Meister Violakeus zur Seite stand. Wer in aller Welt seid ihr? Ihr Rotzlöffel erinnert mich an genau das, was vor 2 Jahren geschah. Aber im Moment gibt es wichtigere Dinge. Wie wir gehört haben, befindet sich das Objekt, nach dem wir suchen, mit einiger Wahrscheinlichkeit in Twin Drake City. Wir müssen unsere Spielstunde leider auf ein andermal verschieben, meine Kleinen. Tschüss. Stehen geblieben! Das sagt mir übrigens auch, dass ich jetzt noch ein paar Sachen machen möchte. Obwohl, heilen wir unsere Pokémon erstmal, ne? Haben sie verdient, würde ich sagen. So eine Szene hatte ich auch noch nicht. Man erfreut sich an den kleinen Dingen des Lebens. So, was ich noch machen möchte jetzt, ist Slimog den EP-Teiler wegzunehmen. Mit dem haben wir zwar noch nicht gekämpft so wirklich, aber der hat jetzt auch einen relativ hohen Level, oder? 43? Ja. Er hat den höchsten Level, deswegen wird man mit dem erstmal nicht kämpfen. Und er kriegt doch den EP-Teiler wieder abgenommen. Wer soll denn den EP-Teiler bekommen? Ich würde sagen Fukano wieder. Weil Fukano hat es jetzt am ehesten nötig, möglichst schnell auf Level 45 zu kommen und alle Attacken zu lernen. So. Das heißt aber, er wird nicht kämpfen. Symbolara hat den niedrigsten Level, er kämpft. Ja, so kann man das stehen lassen eigentlich, ne? Gucken wir noch, was Slimog von Item bekommt. Wir könnten den Beulenhelm geben, aber... Metronom auch. Machtlinse. Nee. Hatten wir nicht noch irgendwas Cooles? Irgendwas Neues hatten wir doch. Egal, dann geben wir den Beulenhelm und Slimog. So, wir sind frisch drauf. Wir sind echt fresh dabei, nur. So, hier, da stand der davor. Will mal gucken, was da drin ist irgendwie. Nichts. Ich dachte, das wäre voll das epische, wichtige Haus. Anscheinend ja nicht. So, hier geht's auf die Route Nummer 12. Geht's voll jetzt auf die 12, Mann. Haben wir der schon geredet? In unserer Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten, wie es Menschen gibt. Gar nicht mal so extrem viel. Oh, wir wollen ja was ausprobieren. Wieso Caster? Nach oben, unten und so weiter drücken. Hallo, ist der Markus? Sian, ich staune aber, dass du deine Freizeit gerne mit Schlafen verbringst. Oh, ruf mich gerade... Ich habe versucht, ein paar Sachen zu drücken, aber irgendwie...
Macht er doch keine Grimassen, habe ich das falsch verstanden? So, hier waren wir auch drin. Mehr hat das Örtchen hier nicht zu bieten, ernsthaft? Das Item da, das gehört schon wieder zur nächsten Stadt. Das ist ja wirklich ein ganz kleines Dörfchen. Provinznest. Ja, na gut. Dann geht's auf Route 12. Und in Twin Track City scheint die Story weiterzugehen. Ja, geh du erstmal dahin. Ich nutze den unebenen Untergrund, um meine Standfestigkeit zu trainieren. Scheinbar geht mit Team Plasma in Twin Track City wieder einiges ab. Ist auch in Ordnung. Ich meine, wir hatten jetzt in letzter Zeit schon ewig keine Arena-Leiter mehr. Was in gewisser Weise aber auch okay ist. Weil wir haben schon ziemlich viele Orden. Wenn wir noch mehr bekommen, ist es so gut wie vorbei. Oh Mann, ich bin ein Psychoflug-Pokémon im Kampf gegen ein Käfer-Pokémon. Warum setzt du keine Flugattacke ein? Ich meine, das ist auch effektiv, aber im ersten Moment. Ach, Windschnitt. Er hat Rückstoß, aber verletzt mich schon. Okay. Das hätte ich mir ein bisschen souveräner vorgestellt hier, den Laden. Okay, cool. Ich will aber trotzdem kurz einen Heiler reinschmeißen, wir haben ja genug gekauft mal. Ah, nicht hier, Hypertrank. Vielen Dank, Hypertrank! So, und da links habe ich einen Doppelkampf gesehen, da bin ich schon ein bisschen geil drauf. Kommt her, meine zwei Hübschen. Haha, das gibt einen Dreier. Chica und ich sind ein Herz und eine Seele, ein unzertrennliches Team. Deshalb musst du auch gegen uns gleich zwei Pokémon in den Kampf schicken. Es macht irre viel Spaß, zusammen mit Eri Pokémon-Kämpfe zu bestreiten. Wir werden auch unseren Spaß haben, meine Damen. Jetzt sind nicht mehr beide blond. Ich dachte, das dagegen hätte. Ja. Aber die sehen hier so fröhlich und glücklich aus. Ja, jetzt ein bisschen blöd, dass ich Fukano nicht dabei habe. Ich an erster Stelle. Windschnitt verletzt beide. Da nix wie drauf da. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Warum die eine und die andere nicht? Egal, ist mir recht. Drachenklaue los! Also Flug ist auch sehr effektiv gegen Pflanze, aber bei Pflanze denke ich halt immer an erster Stelle daran, Feuer-Pokémon einzusetzen. Einfach aus Tradition. Es ist das alte Steinschere-Papier-Prinzip, das man ganz zu Beginn im Pokémon gelernt bekommt. Grünstück. Nicht Frühstück, nicht Grundstück, Grünstück. Renn hier nicht lang. Ach, du willst gar nicht kämpfen. Doch, man muss sie aber trotzdem ansprechen. Komisch. Nur nicht schlapp machen. In mir lodert das Feuer des Lebens. Kein Weg ist mir zu weit. Hausen Sie was für Weicheier. Hey, mach mal Pause. Das sagt sie bestimmt gleich, wenn sie besiegt ist. Ich mach mal erstmal eine Pause. Strepoli, da ist es ja super, dass ich ein Psycho-Pokémon an erster Stelle hab. Simbulara, tu was für dein Geld. Komm schon. Der hat nichts drauf, außer Zahnbelag. Und hält er durch? Ja. Das ist doch kein abgelaufener Joghurt. Komm schon, komm schon, komm schon. Was machen wir denn? Windschnitt? Auch effektiv. Flug ist auf Kampf effektiv. Das ist richtig. Ich will nichts sagen, aber Simbulara ist gerade eine hervorragende Wahl gewesen. Linfu! Zeig dich, du Karate-Fuzzi. Windschnitt. Wehrt die Attacke ab. Okay, cool. Übel, übel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand meinte die Wand, nahm's dem Dübel übel. So, und damit dürften jetzt alle auf Level 40 sein. Willkommen im 40er-Club. So, da hätten wir ein Gelbstück, das andere könnten Tarnpignon sein. Nein, das ist ein AP+. Ah, jetzt, ja, ich erinnere mich an was. Die Attacke von Slymog, hier, die Giftattacke, das einzige Problemchen, was die hat, viel zu wenig AP. Und deswegen will ich da was deichseln und werde den Mülltreffer von Slymog pimpen. Wenn es sein muss, so viel wie es geht. Das wird keine Wirkung haben, okay. Wir werden nicht so, also, ich guck jetzt mal. Ich würde das sowieso, ich wollte ein paar Attacken sowieso mal. Bei dem passt alles, bei dem auch, bei dem auch. Hier, irgendwie will ich Surfer an erster Stelle haben. Hitzewelle, ja, passt. Mülltreffer, hat jetzt 8 AP immerhin
Und ihr seht ja, wie stark das ist. Gut, Genauigkeit 70 ist so eine Sache. Aber wenn es trifft, dann haut's rein und damit, ja, das wollte ich bewirken. Unebenheiten. Ist ja so nötig wie ein Sandkasten in der Sahara. So, hier hätten wir einen Timerball, das ist gut. Haben wir den von Kobalium wieder raus, quasi. Okay. Sonst nichts Interessantes ist. Macht voll Spaß, mit dem Fahrrad hier über Hügel zu fahren. Ne, ernsthaft. In Darmstadt im Herrengarten gibt es extra so eine Vorrichtung mit so Hügel, mit so Unebenheiten, dass man richtig schön mit dem Fahrrad cruisen kann. Habe ich als Kind sehr gern gemacht und viele wundersame Stunden dort verbracht. Ja. Okay, mehr gibt es hier doch nicht. Wozu ist das denn da? Einfach nur so. Route 12. Oh, keine epische Beschreibung. Das tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe meine Uniform verloren. Mein Papi hat das Picochilla hier für mich gefangen. Seine Kehrschelle ist mein ganzer Stolz. Ich habe ein starkes und niedliches Pokémon gewählt, genau wie ich es mag. Mit dem Picochilla. Ach, die Dorfbrücke. Ja, schöner Ort, schöner Ort. Oh, was geht ab? Ich wollte nur mal die Brücke kurz zeigen. Halt mal kurz inne, Lakai. Deine Stunde hat geschlagen. Du bist der tausendste Trainer, der mir über den Weg läuft. Noch 999 Siegen wird dieser Kampf die Krönung meiner Karriere kämpfen. Haha, nun, für meinen tausendsten Sieg hätte ich gerne einen stärkeren Trainer gekämpft, aber ich will nicht meckern. Humor, der Tumor. Gentleman Ernst. Meint das ernst? Auch Spaß wurde ernst. Und ernst ist heute 80 Jahre. Ja, ist ja gar nicht so schlecht, dem so ein Vieh. Müsste aber trotzdem ein Typ Käfer sein. Und damit eine relative Allergie gegenüber Typ Flug haben. Und deswegen greifen wir richtig schön mit Flug an. Das erinnert mich an die, ich glaube, 8. Folge im Pokémon-Anime. Ach, gleicht sich aus. Da gab es auch einer, der wollte 100 Siege haben mit seinem Sander und hat das aber gequält und dies, das, anderes. Wenn der noch Stahl hat, ja, was anscheinend der Fall ist, dann wäre ein Käferstahl-Pokémon die beste Variante von mein getreues Fukado. Wenn er überlebt. Der Volltreffer hat den nämlich jetzt schon wieder kalt gemacht. Das wär's. Schon ein bisschen schade, ich hätte ihn gewinnen lassen müssen, ich meine. Ja, der Ärmste eigentlich. Achso, er hat ja noch was. Lucario. Ja! Aeroas, das würde ich jetzt eben mal sehen, wie Fukano eine Flugattacke einsetzt. Ich meine, Lucario-Kampf, Schwäche gegen Flug, also bitte. Nee, gleicht sich aus. Upsi. Dann Hitzewelle. Was hat denn der noch für eine Schwäche gehabt? Also Lucario. Der ist Stahl? Im Ernst? Viele EP für Fukano, da bin ich sehr stolz drauf. Der muss auch vorankommen. Schon bitter, 2 Jahre habe ich an meinen Kampfrekord gestrickt und dann kommt so ein Pimp wie du daher, der all meine Träume zunichte macht. Aber von sowas lasse ich mich doch nicht verentmutigen. Ich fange von vorne an. 1000 Siege in Folge sind kein Problem. Gegen dich kämpfe ich aber nie wieder. Schon bitter, 2 Jahre lang habe ich meinen Kampfrekord gestrickt. Okay, er redet dasselbe nochmal. Noch irgendwas auf der Dorfbrücke? Ich finde, das sieht hier schnieke aus. Gilt als eigenes kleines Dörfchen mal wieder, das wir erkunden werden im nächsten Part. Und deswegen schaltet wieder ein, es wird wieder spannend. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!